zeige dir, wie du deinen hohen Blutdruck senken kannst oder den niedrigen Blutdruck erhöhen kannst. Für das Senken des hohen Blutdrucks tust du einfach deine zwei Zeigefinger in die Ohren stecken und nach vorne drücken. Ja, ich mache es hier vor, ich gehe rein und drücke nach vorne. Ja, es darf nicht wehtun, aber du musst es schon gut spüren. Okay, hier, ich gehe nach vorne. So, wenn du die Finger rein tust, sollen sich die Finger innen nicht berühren. Sonst bist du zu tief drin. Okay, ich sage es nur vorsichtshalber. Okay, also hier rein und dann nach vorne. 30 Sekunden drücke ich nach vorne. Nach 30 Sekunden gehe ich nach oben. Ja, drücke ich nach oben. 30 Sekunden und dann 30 Sekunden nach hinten. Ja, 30 Sekunden nach hinten und nach 30 Sekunden, 30 Sekunden nach unten. Ja, also ich habe gemacht 30 nach vorne, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten. Jeweils 30 Sekunden. Wenn ich damit da durch bin, wiederhole ich das Ganze von vorne nochmal. 30 nach vorne, 30 nach oben, 30 nach hinten, 30 nach unten. Und dann ein drittes Mal. 30 Sekunden nach vorne, 30 nach oben, 30 nach hinten, 30 nach unten. Und dann die Finger abputzen. Wichtig. Vor allem, wenn das jemand anders macht. Das hilft auch sehr, sehr gut bei Kopfschmerzen. Und ich wundere mich immer wieder, warum diese leichten Heilweisen nicht jeder kennt. Ja. Jetzt wundere ich mich natürlich nicht mehr damit. Denn man will ja nochmals, man will ja keine gesunden Menschen haben. Ja. Man will Menschen haben, die man manipulieren kann, die man in die Angst jagen kann, die krank sind. Ja, obwohl es so viele Heilweisen gibt, es gibt Schlüssel für alles, für alles. Und auch hier, den Blutdruck zu senken, Finger rein, nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten, nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten, jeweils 30 Sekunden. Und das wiederhole ich dreimal. Ihr dürft es aber wahrscheinlich nicht anwenden, wenn ihr keine Therapeuten oder keine Heilerlaubnis habt. Ja. Ich sage aber, vielleicht seid ihr Ärzte oder Therapeuten und dann wisst ihr, wie es geht und könnt es an euren Klienten weitergeben. Und für den niedrigen Blutdruck, um ihn zu erhöhen, den niedrigen Blutdruck zu erhöhen, also wenn es bei jemand anderem macht, nur als Beispiel, ihr seid Therapeuten oder Ärzte, macht bei jemand anderem, dann halt mit euren Fingern in die Ohren des anderen hineingehen. Also nicht, dass die Person das selber macht, weil die meisten Klienten trauen sich das nicht zu. Also einfachst ist es, selber macht. Müsst halt gucken, dass die Ohren sauber sind vom Klienten. Und wenn ihr natürlich dicke Wurstfinger habt und in die Ohren reinkommt, dann nehmt einfach einen anderen Finger, einen kleinen Finger zum Beispiel. Okay? Okay, oder der Klient macht es euch nach. Ihr macht es vor und der Klient macht es nach. Also es hilft sehr gut, um den Blutdruck zu senken, beziehungsweise um die Kopfschmerzen aufzulösen. Diese eine Wiederholung reicht in der Regel aus, um den Kopfschmerz aufzulösen. Ich finde das wunderschön. Und das nächste, um den Blutdruck zu erhöhen, ja, du gehst mit beiden Zeigefingern oder Mittelfingern, ja, ist ja egal, wie du am besten hinkommst oder so, hier an diese Mulde, da wo der Muskel ist und wo das Schlüsselbein, ja, sich, sage ich mal, verbinden, ineinander übergehen, da ist hier eine Mulde. Drück mal da rein. Ja, genau so. Sehr gut. Ich kann es nicht sehen, klar, logisch. Aber ich meine, wenn ihr das wissen wollt, geht halt zum Mastercoach oder zum Seminar oder wo auch immer. Hier kann man es ja schlecht zeigen. Aber wenn ihr hier hineinfühlt, habt ihr hier eine Mulde. Ihr habt da nur eine Mulde, da hat es keine zwei Mulden. Ja, ja, nur eine Mulde. Und da drückt ihr hinein, mit zwei Fingern und mit einem Finger, so dass ihr es gut spürt. Ja? Und bleibt gut eine Minute dran. Und danach ist es in der Regel geschehen. Und das war es eigentlich schon für heute. Ja? Ich wünsche euch damit viel Erfolg und viele glückliche Momente, indem ihr wieder in die Harmonie kommt mit eurem Blutdruck. Oder eure Klienten. Alles Liebe, Roberto. Adios.